Tag hin, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen bzw. großen Let's Show des Hauptbahnhofs in meiner neuen Stadt. Den werde ich euch heute zeigen und darauf ein bisschen eingehen, wie ich vorgegangen bin, wie lange es gedauert hat, Größe, Maße und so weiter. Aber zuerst zeige ich euch erstmal einen kleinen Trailer zum Anfüttern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hoffe, das kleine Trailer-Video hat euch gefallen. Nämlich habe ich hier, sag ich mal, vor diesem Hauptbahnhof noch eine kleine Stadt gebaut. Hier mit einem kleinen Szenario, wo hier ein Unfall passiert ist, wo auch schon Rettungswagen da ist. Und wo auch hier hinten, sag ich mal, schon die Feuerwehr und dahinter die Polizei kommt. Auf jeden Fall, wie gesagt, es geht ja um den Hauptbahnhof. Insgesamt kann man sagen, ich habe mir das vom Frankfurter Hauptbahnhof abgeschaut, beziehungsweise erst fast identisch. Natürlich hat man seine eigenen Sachen so gesehen mit eingebaut, aber im Großen und Ganzen ist das schon so der Frankfurter Hauptbahnhof. Insgesamt haben wir eine Länge, also nach hinten hin, sagen wir mal ca. 300 Blöcke und in die Breite von über 400. In der Höhe, können wir mal gucken, sind wir bestimmt auch ja, gar nicht mal so hoch, ja, so 30 Blöcke in der Höhe. Auf jeden Fall haben wir insgesamt über 3,5 Millionen Blöcke, dürften das circa sein. Insgesamt hat die Bauzeit, sag ich mal, ein paar Tage gebraucht, immer wieder mal so ein bisschen Zeit verbracht, ein bisschen gebaut. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal draußen. Nämlich im Trailer hat man schon gesehen, hier draußen ist erstmal eine Bushaltestelle. Also ganz, wuppala, kurze Ruckler. Weil hier drüben ist auch noch der Bleistift auch aus dem Frankfurter Viertel so gesehen nachgebaut. Auf jeden Fall hier erstmal Bushaltestellen. Ganz normal, ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Kommen wir mal hier direkt zu einem Eingang, also sag ich mal zu einem kleinen Raum. Hier habe ich so gesehen eine offene Küche gebaut, auch hier drüben mit Schlafplätzen, falls Bedürftige Hunger haben, dass man hier halt so gesehen eine offene Küche hat. Insgesamt haben wir auf jeder Seite drei Eingänge, also hier drei, auf der anderen Seite drei und hier, sag ich mal, den Haupteingang. Und ja, viel mehr kann man hier eigentlich nicht zu sagen, ist halt eine Bushaltestelle mit Überdachung.
Ganz normal. Und dann starten wir direkt durch ins Innere. Nämlich haben wir hier drei Haupttore. Kommen dann hier in eine Vorhalle so gesehen mit Sitzmöglichkeiten, ein bisschen grün. Und kommen dann direkt hier ins Innere. Wie man schon sehen kann, ich habe sehr viel mit Glas gearbeitet. Ich habe es nämlich davor ohne Glas probiert. Aber es war dann wirklich zu dunkel hier. Und man sieht schon, ich habe viele, viele, viele Lampen sind hier. Schon fast übertrieben, meiner Meinung nach. Aber sonst wird es hier einfach komplett duster aussehen mit Shader. Auf jeden Fall fangen wir an. Wir haben hier so gesehen einen kleinen Infostand. Direkt am Anfang. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Auf jeden Fall fangen wir einfach mal an. Wir gehen nämlich mal auf die linke Seite. Das kann ich nämlich sagen, das ist nämlich gespiegelt. Hier noch so drei kleine Stände. Und hier oben drüber sind halt noch Büros. Kann man theoretisch noch hinbauen. Hier haben wir einen kleinen, zum Beispiel einen Zeitungsstand könnte man hier hinmachen. Aber hier ist erstmal die Polizei. Kommt rein, kann sich hier anmelden oder irgendwas der Polizei melden oder sonstiges. Und hier oben sind auch noch Zellen oder Ausnüchterungszellen, gibt es ja auch ganz oft. Für die Leute, die da mal ein bisschen zu tief ins Glas geschaut haben. Auf jeden Fall gehen wir mal direkt weiter. Ist jetzt nichts Besonderes. Die Shops sind alle, sag ich mal, ein bisschen unrealistisch. Zum Beispiel hier haben wir Tesla. Ist einfach mal so ein Auto mit so einem kleinen Stand daneben für Artikel oder für Flyer oder whatever. Auf jeden Fall ist hier einfach mal ein kleines Auto drin, was man sich anschauen kann. Gibt es ja auch ganz oft von Tesla, dass sie einfach mal so ein Auto irgendwo bei sich in den Laden stellen, auch wenn es nur eins ist. Dann haben wir hier vorne noch einen kleinen Kiosk mit zwei kleinen Regalen. Ist jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Hier haben wir dann den Shop Hop. Das ist so gesehen, ja, ein kleiner Laden für die Damen unter uns. Wenn die dann zum Beispiel Klamotten kaufen. Also es ist so ein bisschen diesem Klischee hinterher geschrien, so gesehen. Also alles schön dekoriert hier. Und auch mit einem pinken Bett und Blumen und allen möglichen. Und hier auch noch violetten Teppich. Also ja, da ist man dem Klischee ein bisschen nachgegangen. Aber soll jetzt nichts Böses heißen oder sonstiges. Aber ja, einfach das ist der Shop-Hop. Gegenüber haben wir auch einen Blumenladen. Also ganz normal Blumen. Könnte man hier kaufen. Hier hinter vielleicht auch ein Strauß, wer da liegen könnte, oder Gartenmaterial, whatever. Wie gesagt, wieder Sitzmöglichkeiten überall. Hier war ich mir dann unsicher. Da habe ich einfach Tiere hingeschrieben, weil es sollte vielleicht ein Tierladen sein. Aber hier sind dann halt einfach nur Regale drin, wo man sich zum Beispiel Tier, Nahrung und so weiter halt kaufen kann. Hier daneben haben wir dann den Fahrplan. Hier können sich zum Beispiel dann Leute aufregen, welche dann sich zum Beispiel deswegen aufregen, weil der Zug Verspätung hat. Und können dann hier rumpöbeln oder dann hier warten oder sonstiges. Dann kann man zum Beispiel, hier oben ist der Boss, der hier alles leitet, der dann hoppala, an seinem PC hockt, beziehungsweise an seinem Laptop und dann versucht, alles zu kontrollieren. Hier daneben haben wir ein kleines Restaurant, was einfach mit Essen als Überschrift abgekürzt wurde. Nämlich habe ich hier, sag ich mal, ganz normales Restaurant gebaut. Mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten, eine zweite Etage, wo man sich auch noch hinsetzen kann. Also wirklich nichts Besonderes. Hier haben wir dann eine offene Küche so gesehen, wo die Kellner sich hier das Essen abholen können und dann an die Gäste, sag ich mal, bringen können. Haben wir hier halt eine kleine Küche, zwei Kühlschränken, Öfen, Waschbecken, Arbeitsplatte. Ja, ganz normal würde ich sagen, ganz normale Küche halt. Kommen wir noch weiter, haben wir hier vorne noch einen Kiosk. Ja, auch mit Regalen, ein bisschen mit, so gesehen, mit Gemälden. Noch ein bisschen verschöner, weil sonst ganz weiß wäre das ja hoppala, ein bisschen kahl. Und ja, hier haben wir noch einen Raum, das ist nur für Zugpersonal. Dürfte auch, ja, Zutritt nur für Zugpersonal dürfte hier stehen. Auf jeden Fall, das ist halt durch das Zugpersonal, dass die sich da zum Beispiel ausruhen können. Oder was ein Zugpersonal halt so macht. Auf jeden Fall haben wir insgesamt über, boah, lass mich schätzen, über 20 Gleise bestimmt. Sind noch nicht, sag ich mal, beschrieben oder ausgeschrieben, aber noch nicht wirklich ein Fahrplan, der hier irgendwo rumhängt oder sonstiges. Aber ich würde mal sagen, die ganzen Züge, die hier sind, von S-Bahn über ICE, über Dampflokomotiven, also alles ist eigentlich vertreten hier. So sieht das nochmal von hier aus. Mal auch nochmal Render Distance auf weit. Man sieht schon, es ist wirklich nicht zu klein geraten. Natürlich könnte man die Lampen noch bis nach vorne hin ausarbeiten bzw. dann hinbauen, aber ich denke, so ist das erstmal in Ordnung.
So, das war's jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Es war halt ein kleines Let's Show. Hier sieht man nochmal, er ist echt auch noch sehr, sehr groß geworden. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dieses kleine Let's Show auch mit dem Trailer und allem möglichen, dann lasst doch gerne ein Like, da würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, da das Ganze hier wirklich viel Zeit gekostet hat. Aber ich habe es natürlich auch gerne gemacht, weil ich finde, es hat schon was. Es ist nicht so ein kleiner Popelbahnhof, der einfach mal irgendwo so rumsteht, sondern man hat was davon. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Darüber würde mich sehr, sehr freuen. Ein Like wäre natürlich auch mega. Und deswegen haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.